Hello, hello. Herzlich willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Anna und heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem Juni 2023. Es sind insgesamt 12 Stück, wobei vielleicht auch nur 11. Warum ich das sage, das erfahrt ihr ganz am Ende des Videos und ich würde euch raten, dran zu bleiben, denn ich würde behaupten, das, was ich euch da zu zeigen habe, habt ihr so noch nicht gesehen. Egal, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Es sind viele Bücher, die ich euch zeigen möchte. Die ersten Bücher werde ich relativ schnell abhandeln, da ich da schon mehrfach drüber gesprochen habe. Beziehungsweise es handelt sich dabei auch um Reihenfortsetzungen, über die ich inhaltlich nicht viel sagen werde. Dann kommen ein paar Bücher aus einem Buchtausch-Event, wo ich im Juni teilgenommen habe. Und ja, dann kommen wir zur großen Überraschung. Vor allen Dingen für mich war es eine sehr große Überraschung. Fangen wir an. Das erste Buch, das im Juni bei mir eingezogen ist, lustigerweise erst am allerletzten Junitag, ist eine Fortsetzung. Und zwar handelt es sich um The Hunger of the Gods von John Gwynne. Das ist der zweite Teil in der Bloodsworn-Saga. Den ersten Teil, The Shadow of the Gods, habe ich im April und im Mai gelesen. Wir befinden uns hier in einer Fantasy-Welt, in einer nordisch inspirierten Fantasy-Welt mit Wikingern oder Wikinger-inspirierten Völkergruppen, Menschengruppen mit Göttern, Nachkommen von Göttern und ja, sehr viel nordischer Mythologie. Das erste Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dem 4 Sterne gegeben und das, obwohl ich am Anfang sehr schwer reingekommen bin. Hier schließen wir quasi direkt an die Ereignisse des ersten Bandes. Und was ich super finde, super praktisch finde, ist, dass wir nicht nur, wie es sich bei Fantasy-Büchern ja quasi schon gang und gäbe ist, eine Karte am Anfang haben, sondern auch am Anfang des Buches direkt eine lange Liste mit Personen haben. Also das sind hier mehrere Seiten und dann auch noch eine kleine Liste mit einer Art Glossar, mit Wörtern, die halt nordisch inspiriert sind. Super praktisch, dass es direkt am Anfang des Buches ist, weil regelmäßig suche ich irgendwelche Glossars. Also, beziehungsweise entweder denke ich nicht dran, sie zu suchen, wundere mich dann die Hälfte des Fantasy-Buches über, wovon geredet wird, oder ich suche sie und spoilere mich dabei aus Versehen. Und das kann hier jetzt nicht passieren, da wir das Glossar direkt vorne drin haben. Genau. Wer mehr über die Reihe wissen will, der schaut gerne in meinem Lesemonat Mai vorbei. Oben verlinkt. Da rede ich ziemlich viel über The Shadow of the Gods. Und wie gesagt, das ist der zweite Teil, der direkt anschließt. Da will ich natürlich inhaltlich nicht viel verraten. Auch das zweite Buch, das ich gekauft habe, ist eine Reihenfortsetzung. Auch dieses Buch ist erst Ende Juni bei mir eingezogen. Auf dieses Buch habe ich sehr lange gewartet und wer mich kennt, der weiß es. Es ist Frederick Backmann, The Winners, auf Deutsch Die Gewinner, der dritte Teil in der Bjørnstad bzw. Beartown, das ist Englisch, Trilogie. Das ist hier jetzt die englische Übersetzung von Neil Smith. Die Bücher sind auch alle ins Deutsche übersetzt worden, aber irgendwie habe ich mit dem ersten Buch damals auf Englisch angefangen und dann wollte ich nicht mitten in der Serie switchen. Das heißt, die sind jetzt alle auf Englisch, im Original natürlich Schwedisch. Und hier erfahren wir hoffentlich, wie es mit der Stadt Bjørnstad weitergeht. Und hoffentlich bekommen all unsere liebgewonnenen Figuren ein schönes Ende. Ein Happy End. Oder auch nicht. Wie man Backmann kennt, wahrscheinlich kein Happy End. Ist der mit Abstand dickste Teil der Reihe. Und ich bin ziemlich gespannt. Ich glaube, es sind knapp 700 Seiten. Ja, ob ich da so gut durchkomme wie durch alle anderen. Ich habe noch kein richtig fixes Lesedatum, aber es muss auf jeden Fall bald passieren, denn ich habe lange auf diesen dritten Teil gewartet. Der letzte Fortsetzungsteil, der im Juni bei mir eingezogen ist, ist Dark Age von Pierce Brown. Das ist der 5. Teil in der Red Rising Saga. Den 4. Teil habe ich zusammen mit einer Freundin im Juni gelesen. Nächste Woche kommt mein Lesemonat Juni, da werde ich dann mehr darüber erzählen. Ja, inhaltlich sage ich dazu natürlich jetzt auch nichts. Wir befinden uns 11 Jahre nach den Ereignissen vom ersten Teil von Red Rising und wir verfolgen zum Teil unsere alten liebgewonnenen Figuren und unsere neuen Figuren, die wir gerade in den letzten Büchern, im letzten Buch kennengelernt haben. Ja, und bewegen uns quer durch
ja, fast das Universum, könnte man sagen. Also Red Rising ist ja eine Mischung aus Fantasy und Sci-Fi, mit einer dystopischen Gesellschaftsstruktur, und das Ganze spielt halt nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars, auf dem Merkur, auf der Venus und so weiter und so fort. Ist mein dickster Neuzugang aus dem Juni mit schlappen 752 Seiten. Wird vielleicht im Juli direkt noch begonnen. Ob ich es beenden werde, weiß ich nicht. Ich habe im Juli noch viele andere Sachen vor, aber es wird wieder ein Buddy-Read sein mit einer Freundin. Also mal schauen, ob wir direkt im Juli damit starten. Das waren meine Serienfortsetzungen. Jetzt kommen wir noch zu einem Buch, das ich nicht auf dem Schirm hatte und dann zufällig im Buchladen gesehen und eingepackt habe. Und zwar ist das Die Anomalie von Hervé Letellier. Das ist im französischen Original erschienen und übersetzt von Jürgen und Romy Ritte. Ist im Jahr 2021 erschienen und spielt auch im Jahr 2021. Wir befinden uns im März 2021. Da ist eine Boeing 747 auf dem Weg von Paris nach New York und kommt in einen Sturm und schafft es aber, aus diesem Sturm herauszukommen, und also kein normaler Sturm, einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Und sie kommen aus diesem Sturm wieder heraus und landen auch, und alles ist gut und fein. Komischerweise landet aber dieselbe Maschine mit denselben Insassen im Juni 2021 noch einmal in New York. Und die Insassen dieser Maschine, die sowieso alle so ein bisschen Dreck am Stecken haben, beziehungsweise, so heißt es auf dem Klappentext, ein Doppelleben führen, sehen sich plötzlich damit konfrontiert, dass sie nicht nur ein Doppelleben führen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Doppelgänger haben, die, ich vermute mal, ähnliche Wege einschlagen wollen wie ihre Originale. Ja, hier steht hinten noch drauf, dass es eine brillante Mischung aus Thriller und Komödie sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte davon, glaube ich, vorher noch gar nicht gehört, aber die Freundin, mit der ich im Buchladen war, meinte doch, doch, da hätte man schon was von gehört und es sei wohl ziemlich gut besprochen worden. Also ja, bin gespannt, ob mir die Anomalie zusagen wird. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Stapel Bücher, die ich bei einem Buchtausch-Event, bei dem ich im Juni war, mitgenommen habe. Wir haben uns alle getroffen bei der Mutter von einer Freundin von mir, und die Aufgabe war: Nehmt euch Bücher, bringt sie mit, Bücher, die ihr nicht mehr behalten wollt. Und dann haben wir die Bücher alle so auf Tischen ausgebreitet, und dann hat jeder quasi sich seine Bücher dorthin gelegt und dann entschieden, welche Bücher er dafür wieder mitnehmen möchte. Und ja, ich habe fünf Bücher hingebracht und ich habe fünf Bücher wieder mit nach Hause genommen. Also yay. Schön für mich, weniger schön für meinen Sub, beziehungsweise für die Rache des Sub nächstes Jahr im Juni. Aber ich zeige sie euch erstmal. Man erkennt fast vielleicht ein kleines Thema, muss ich sagen. Das erste Buch, was ich mitgenommen habe, ist von Esmahan Aykol Hotel Bosporus, erschienen im Diogenes Verlag. Schon ein bisschen älter, ist aus dem Jahr 2003, beziehungsweise das türkische Original aus dem Jahr 2001. Das wurde übersetzt von Karl Koos. Und das ist eine Geschichte, ein Krimi, würde ich fast behaupten, der spielt im Hotel Bosporus in Istanbul. Da gibt es einen Regisseur, der ermordet wird, und eine Buchhändlerin, die sich berufen fühlt, da ein bisschen Detektivin zu spielen und ja, diesen Mordfall aufzuklären. Und es handelt sich wohl um eine sehr unterhaltsame Geschichte voller deutsch-türkischer Vorurteile, und ja, soll sehr unterhaltsam sein. Interessant auch, es ist das allererste Mal, dass ich hier habe ein, wenn ihr gucken könnt, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, das ist ein unverkäufliches, unkorrigiertes Arbeitsexemplar. Und da steht auch vorne noch drin, erscheint im September 2003, darf nicht besprochen werden vor dem 29.08.2003, also 20 Jahre später, glaube ich, darf man darüber dann schon sprechen. Bin sehr gespannt, wie ich es finden werde. Das nächste Buch ist ebenfalls von diesem Buchtausch-Event, und das ist auch ein Buch über einen Buchhändler. Es heißt Der Buchhändler aus Kabul von
aus einer Sire-Start, Original erschien im Jahr 2002, im Original auf Norwegisch erschienen, hier in der deutschen Übersetzung von Holger Wohland. Und dieses Buch ist eine Familiengeschichte, wie der Untertitel schon sagt, und es ist eine nicht-fiktionale Geschichte. Åsne Seierstad ist eine Journalistin, eine norwegische Journalistin, die kurz nach dem Taliban-Krieg in Kabul und in Afghanistan war und die dort zufällig einen Buchladen entdeckt hat, der sie irgendwie sofort in ihren Bann gezogen hat, wo sie erst Bücher mehrmals gekauft hat, ständig da war und dann irgendwann auf die Idee kam, vielleicht kann sie ja die Geschichte dieses Buchhändlers, nämlich des Buchhändlers Sultan Khan, schreiben. Und die dann mehrere Monate mit ihm und seiner Familie zusammengelebt hat und halt eine Familiengeschichte geschrieben hat über diese für uns in der westlichen Welt sehr ja, interessante, eigenwillige Familienkonstellation. Genau, ich bin sehr gespannt. Afghanistan ist ein Land, wo ich jetzt außer das, was man immer in den Nachrichten hört, über den Krieg, wirklich nicht viel drüber weiß. Ich habe auch immer meine Länder-Challenge im Kopf. Mal schauen, wann ich dazu greife. Ich gebe zu, als ich es mir genommen habe beim Buchtausch, habe ich nicht darauf geachtet, ob das jetzt ein fiktionales oder nicht fiktionales Werk ist. Ich hoffe einfach, dass, obwohl es nicht fiktional ist, sich die knapp 350 Seiten trotzdem auch gut lesen lassen. Bin sehr gespannt. Falls jemand von euch das schon gelesen hat, vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen. Die nächsten beiden Bücher werde ich euch zusammen zeigen, auch vom Buchtausch-Event. Und zwar sind das diese beiden kleinen Büchlein und das sind sogenannte Wohlfühlkrimis, die mir mehr oder weniger aufgenötigt wurden von einer der anwesenden Personen. Und zwar handelt es sich um Ein Soufflé zum Sterben und Mord nach Art des Hauses, beide geschrieben von Noelle Balen und Vanessa Barrot oder Barrot. Gourmet-Krimis aus Frankreich. Das ist der erste Teil, erschien im Jahr 2016. Hier haben wir ein Buch aus dem Jahr 2018. Die sind nicht gelistet als Reihe bei Goodreads. Ich gehe aber davon aus, dass es sich um eine Reihe handelt, da wir in beiden Fällen unsere Protagonisten haben. Laure Grenadier, eine Restaurantkritikerin. Im ersten Teil ist sie in Lyon und plötzlich werden dort die Wirte von den berühmten traditionellen Restaurants der Stadt ermordet. Und im zweiten Teil ist sie dann in der Normandie und dort sterben alle Leute, die ein bestimmtes Gericht im Restaurant gegessen haben und sie als jemand, der dieses Gericht nicht gegessen hat, ist dann plötzlich mit Tatverdächtige. Beide Bücher sind übersetzt aus dem Französischen von Alexandra Beisch. Ja, und ich gehe davon aus, das sind einfach kurzweilige Sommer-Wohlfühl-Krimis. Ja, für zwischendurch. Das letzte Buch, das ich beim Buchtausch-Event mitgenommen habe, ist mal wieder etwas ganz anderes, geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar handelt es sich dabei um Squirrel Seeks Chipmunk von David Sidaris. Das ist ein illustriertes Buch und die Illustrationen sind von Ian Falconer. Und ihr könnt hier schon sehen, unsere Tiere auf dem Cover. Und dabei handelt es sich um, ich würde fast denken, moderne Fabeln. Zumindest handelt es sich um sehr kurze Kurzgeschichten, in der Tiere wohl in einer vermenschlichen Form eine Hauptrolle spielen. Und die Geschichten sind halt alle illustriert. Also hier haben wir The Parenting Storks, Störche oder wir haben, oh, das sieht böse aus, The Cow and the Turkey, na, die Kuh und der Truthahn, genau. Ich habe es noch nicht gelesen, aber wie gesagt, es sind offensichtlich sehr kurze Geschichten, in denen Tiere vermenschlicht werden. Deswegen würde ich jetzt einfach ungelesen behaupten, es handelt sich um moderne Fabeln, die hoffentlich den typischen Witz von David Sedaris beinhalten. Ich habe von dem Autoren schon sehr, sehr viele Bücher gelesen. Der schreibt humoristische Alltagsgeschichten aus seinem Leben. Ich glaube, er kommt ursprünglich aus New York, hat aber auch schon irgendwo in Frankreich gelebt. Mit seinem Ehemann ist er durch die Gegend gereist. Und ich habe mehrere Bücher von ihm noch im Regal stehen, auf Deutsch und auf Englisch, die ich in den laufenden Jahren gelesen habe.
was ich eigentlich auch mal wieder tun könnte, fällt mir dazu fast ein. Genau, und das, denke ich, sind einfach kurze, süße, wahrscheinlich humoristische Tiergeschichten. Wir nähern uns dem großen Finale, aber bevor das große Finale kommt, habe ich noch mein obligatorisches Sachbuch, das ich einmal im Monat zu kaufen versuche und dann hoffentlich auch zu lesen versuche. Und zudem habe ich eine kleine Geschichte. Ich war am 30. Juni mit einer guten Freundin im Dussmann. Das nennt sich das Kulturkaufhaus. Das ist einfach ein riesen, riesen, riesengroßer Buchladen über 4 Etagen, wo es nicht nur Bücher gibt, sondern auch Schallplatten, CDs, DVDs, Spiele. Eine große Papeterieabteilung haben sie neulich auch. Und ich liebe Dussmann. Und wenn man zu Dussmann geht, kommt man auch nicht raus, um was zu kaufen. Ist nicht gesponsert. Dussmann weiß nicht, dass ich existiere. Dussmann interessiert wahrscheinlich auch nicht, dass ich existiere. Aber ich liebe Dussmann. Und ich bin da dieses Mal unter anderem hingegangen mit einem gewissen Ziel, das ich zu erreichen gedachte. Und zwar wollte ich als sehr, sehr westlich geprägte Person, die auch immer wieder das Problem hat, dass sie aus diesem westlich geprägt sein überhaupt nicht rauskommt, ein bestimmtes Buch haben. Ich wollte ein Buch haben, das mir bestenfalls auf einer Doppelseite mit Illustrationen oder Bildern oder was auch immer möglichst sehr einfach und kompakt die einzelnen Länder des afrikanischen Staates vorstellt. Denn ich habe das Problem, dass wahrscheinlich auch viele andere Europäer haben, dass für mich Afrika eben, auch wenn es natürlich nicht so ist, ein Kontinent ist und dass ich die einzelnen Länder nicht auseinanderhalten kann. Also klar, Ägypten kriege ich noch hin, Tunesien kriege ich noch hin und dann hört es halt irgendwie auf. Und das ist mir immer fürchterlich unangenehm. Ich möchte das nicht, ich möchte mich weiterbilden und dachte, vielleicht gibt es ja sowas. Ja, einfach so. Und es geht nicht mal gar so um geschichtliche Sachen und Krieg oder sowas, sondern einfach auch die Kultur, weil ich davon ausgehe, es ist ein riesen, riesengroßer Kontinent mit unglaublich vielen Ländern. Also da gibt es doch kulturelle Unterschiede, 100%. Und ich hätte das gern einfach so für mich dummy aufbereitet gehabt. So, bin da erstmal dann hin. Die haben auch eine riesengroße, weil das man so Sachbuchabteilung, Reise und so weiter und so fort. Hab erstmal da nichts gefunden, war auch sehr ernüchternd, weil es irgendwie für Europa 3 Regalwände im ganzen Raum ausfüllen gab und für Afrika so einen kleinen Stand in der Mitte. Und dann sind wir noch in eine andere Abteilung gegangen zum Thema Politik und Gesellschaft, da habe ich dann auch nichts gefunden. Und dann habe ich etwas gemacht, was für mich als introvertierte Person nicht leicht ist. Ich habe einen Mitarbeiter angesprochen. Und dann sind wir beide wie auf eine Schnitzeljagd durch die gesamte Abteilung geflitzt und haben versucht, dort etwas nach meinem Geschmack zu finden. Dazu muss ich sagen, der Mitarbeiter war super, super, super motiviert und hilfreich. Der ist wirklich mit mir von Regal zu Regal und hat mir hier was vorgeschlagen und da was vorgeschlagen. Leider, große Überraschung, gibt es das, was ich haben wollte, natürlich nicht. Aber das Buch, was wir dann schlussendlich gefunden haben, oder das Buch, wo ich dann sagte, okay, es ist nicht das, was ich haben wollte, aber es kommt dem wahrscheinlich am nächsten, das habe ich dann mitgenommen. Und das heißt, oder das ist Der Puls Afrikas, eine Liebeserklärung von A bis Z, geschrieben von Alain Mabankou und Abdourahmane Wabery. Die Namen sind bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Ich werde die beiden gleich nochmal googeln. Das sind beides, glaube ich, relativ bekannte Autoren. Alain Mabankou kommt aus dem Kongo und Abdourahmane Wabery ist aus Djibouti. Und ja, die sind beide relativ bekannte Autoren. Das heißt, ich werde sie auf jeden Fall nochmal googeln. Und das Buch ist aus dem Französischen übersetzt von Andreas G. Förster und Elsbeth Granke. Und hier handelt es sich um Kurzessays, 111 Kurzessays. Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, das zu probieren mit diesem Buch, auch wenn es ganz weit weg von dem immer ist, was ich ursprünglich wollte, ist, dass man halt schon im Inhaltsverzeichnis sehen kann, dass bestimmte Orte hier erwähnt werden. Also wir haben zum Beispiel ein Essay über Haiti, ein über Ruanda mit Fokus auf den Genozid an den Tutsi und so weiter. Also wir haben schon Sachen, die eindeutig bestimmten Ländern zuzuordnen sind.
Und es geht hier halt eben nicht nur um Geschichte und Krieg und all das, sondern eben auch, und das ist das, was ich ja wollte, was mir wichtig war, um Kultur und um Persönlichkeiten. Also hier hinten steht da noch drauf, von Persönlichkeiten wie Ngugi wa Thiong'o über historische Ereignisse bis zu Alltagsphänomenen wie der Afrofrisur und dem Maggi-Würfel. Ja, und ich erhoffe mir halt, dass ich dadurch ein bisschen ein differenzierteres Bild gewinnen kann von einem Kontinent, der einfach so, so, so riesig ist, vor allen Dingen im Vergleich zu unserem sehr kleinen Europa und der, denke ich, sehr, sehr viel mehr zu bieten hat als uns so normalerweise, ja, geläufig ist. Wer wissen will, warum ich warum ich besonders angespannt bin, es gab ein Buch, das ich im Juni gelesen habe, das mich wie so ein Rabbit Hole losgeschickt hat in die Geschichte eines bestimmten afrikanischen Landes. Der sollte nächste Woche wieder dabei sein, wenn ich meinen Lesemonat Juni vorstelle, denn es gab da ein Buch, das hat mich ja auf eine ähnliche Reise geschickt, wie ich den Dussmann-Mitarbeiter. Und ja, schaut vorbei. Und jetzt, meine Damen und Herren, werte ZuschauerInnen, ihr werdet jetzt gleich etwas sehen, das ihr wahrscheinlich, so wette ich, noch nie gesehen habt. Wenn, dann, warum hat mir niemand erzählt, dass das existiert? Ich war sehr, sehr, sehr überrascht. Ich war an meinem Geburtstag mit einer guten Freundin im Otherland. Das ist ein Buchladen in Berlin, der sich spezialisiert hat auf Fantasy, Science Fiction und Horror. Und die haben eine große deutsche Abteilung, aber auch eine große englische Abteilung. Und da waren wir ein bisschen stöbern. Und da habe ich ein Buch gekauft von einer Autorin, die ihr bei mir schon öfter gesehen habt, die ihr auch weiterhin sehen werdet. Und das ist Catriona Ward. Und das Buch heißt Little Eve. Und das ist ein Historical Fiction Horror Roman, der im Jahr 1921 spielt. So schön, so gut. Habe ich mir gekauft. Dachte mir, ich habe zwar noch was von der Autorin auf dem Sub, aber das werde ich schnell weglesen. Und bis jetzt mochte ich alles gerne. Coole Sache. So, und dann habe ich mich heute vorbereitet auf dieses Video, weil ich mich immer auf meine Neuzugänge vorbereite und meine Zettelchen klebe und gucke, gibt es Übersetzer, bla bla bla. Und dann schlage ich dieses Buch auf und das war mein Fehler, das habe ich im Buchladen nicht gemacht. Bin erstmal verwirrt, denn auf der ersten Seite, wo so Blurbs stehen, steht Praise for E.E. Doc Smith. Und denke mir so, schlage die nächste Seite auf und die schaut so aus. Golden Age Masterworks, Grey Landsman, E.E. Doc Smith. Turns out, stellt sich heraus, dieses Buch, das ich hier in der Hand halte, ist nicht Little Eve von Catriona Ward, sondern Grey Landsman von E.E. Doc Smith. Nie passiert. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe dann erstmal angefangen rumzublättern, dachte, vielleicht ist das Verarsche, weil es gibt ja manchmal Bücher. Also ich erinnere mich an The Power, glaube ich, von Naomi Alderman war das, wo auch im Buch quasi dann ein anderer Autor genannt wurde. Das hat aber zur Geschichte gehört. Aber nein. Auch auf der letzten Seite haben wir dann Autoreninformationen zu Edward Elmer Smith. Übrigens einen britischen Autor, der gelebt hat von 1890 bis 1956 und der Sci-Fi-Romane geschrieben hat. Und ebenso einen Sci-Fi-Roman habe ich hier im Umschlag von Little Eve. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Buch machen werde. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht behalten, denn die Geschichte, die da erzählt wird, interessiert mich nicht. Ich habe kurz nachgeschaut, interessiert mich gar nicht. Sci-Fi ist ja sowieso bei mir immer so ein Ding und ich wollte ja auch eigentlich Little Eve von Catriona Ward haben. Also ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Buch machen werde. Könnt ja gerne mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man da jetzt am besten mit umgeht. Ja, ist mir jedenfalls noch nie passiert. Ich bin ein bisschen baff. Deswegen sagte ich am Anfang des Videos, dass es wahrscheinlich doch dann eher 11 Neuzugänge sind, denn dieses Buch werde ich, wie gesagt, höchstwahrscheinlich nicht behalten. Ja, ist euch sowas schon mal passiert? Es ist crazy, oder? Was lernen wir daraus, Leute?
immer, wenn ihr im Buchladen seid, auch wenn ihr glaubt, es ist ein Auto-by-Author, auch wenn ihr glaubt, Klappentext gelesen, supi-dupi, kaufe ich, schlagt immer mal die erste Seite auf, ob das Buch auch wirklich das Buch ist, das ihr zu kaufen geplant hattet. Was sagt ihr zu meinen gesammelten Werken? Habt ihr ein Buch, wonach ihr sofort greifen würdet? Habt ihr ein Buch, das ihr sofort wieder aussortieren wolltet? Das zählt nicht, das war nicht geplant. Habt ihr ein Buch, das ihr gerne Buddy readen möchtet? Ich bin da, wie gesagt, immer für zu haben. Aktuell für den Monat sind auch schon wieder 3 Buddy Reads angekündigt. Noch ist es mir nicht zu viel geworden. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ansonsten will ich euch nicht länger aufhalten. Geht mal alle eure neuen Bücher checken, ob da wirklich das Buch drin ist, das ihr geglaubt habt zu kaufen. Und ansonsten sage ich so long and thanks for all the fish und hoffentlich bis zum nächsten Mal.